ein neues Festival. Pandea nennt es sich. Ihr könnt vom Ding her ein eigenes Label aber. Man könnte wirklich ein Nazi davon überzeugen, dass jetzt Kennex oder Schwarze, dass sie auch. Ja, eine wechseln. Million Prozent. Eine Million. Yo, 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 Alter, Festivalsommer. Zino, warst du ja jetzt bestimmt auch schon wieder 2 Wochen auf keinem Festival. Darum wird mal wieder Zeit, vor allen Dingen, wenn es in Hamburg ist. Ein neues Festival, Pandea nennt es sich, Mischung aus Panda und Air, verstehst du? Und es wird unter anderem von Cinch gemacht. Man kennt ihn als Produzent für A bis Z, Digga. Und ja, man, kleines Eintagesfestival. Und das gucke ich mir jetzt mal an. Mir nehme ich. Ich mache das. Und die beiden Veranstalter hier. Was ist die Idee hinter dem Pandea-Festival? Wir wollen einfach Leute zusammenbringen, Menschen zusammenbringen, die nicht voreingenommen sind. Leute, jegliche Art von Menschen. Egal, welche politische Ansicht sie haben, sexuelle Ansicht sie haben, musikalische Ansicht sie haben. Egal wer, wie, was, wo. Die wollen wir alle zusammenbringen. Darum geht's. Musik bringt uns alle zusammen. Auch ein Nazi hört Hip-Hop, ein Linker hört Hip-Hop, wir alle hören zusammen Hip-Hop. Und wenn wir uns alle mal ein bisschen zusammentun, miteinander reden, kommunizieren, zusammen tanzen, dann verstehen wir auch einander, glaube ich, mal viel besser, als dass wir es vorher tun. Oh, was haben wir hier? Ich muss einmal hier passen, warte. Vor der Kamera kannst du nicht Nein sagen. Mein Körper stößt sich mittlerweile ab. Und glaubst du, man könnte wirklich, also ich weiß, du hast es so als extremes Beispiel gesagt, aber man könnte wirklich ein Nazi davon überzeugen, dass jetzt Kennex oder Schwarze, dass sie auch. Ja, eine wechseln. Million Prozent. Eine Million? Ja, weil die kann das ja nicht anders. Also, die haben uns ja nicht kennengelernt, so wie wir sind. Das ist die beste. DJ Rabiat, guck mal, wie schön sie uns heute. Eine Augenweide. Ich habe noch nie positive Erfahrungen mit. Ich ja. Ohne Witz, ich war einmal auf einer Hochzeit in Polen. Ich komme rein, Kollegen sagen zu mir so, Digga, pass auf, Polen-Nazis. Ich komme rein, Tür geht auf, ich sehe so, mein Platz ist genau an dem Tisch, wo so 5 Glatzen sind. Ich gucke, meine Begleitung sagt so, Digga, danke. Sitzen sind nach einer Stunde, wir konnten nicht mal miteinander uns unterhalten. Die sagen, ich mag keine Schwarzen, ich mag keine Dings, aber ich mag ihn. So, wir haben uns fast geküsst, wir haben gesoffen. Verstehst du? Hier geht's in unseren Essbereich. Da kann man Basketball spielen. Zeig mal den Platz. Ein paar Girls da, ein paar Jungs, die spielen um Geld. Einige verlieren, einige gewinnen. Wie es im Leben halt so ist. Ja, wie es im Leben ist, up and down, was soll's. Ich glaube auch nachher, dann haben sie auch drüber nachgedacht, so, weil, Digga, es war ein intensiver Abend. Ich habe die nicht vergessen, die haben mich nicht vergessen. Erziehung ist ein riesen Punkt, wie die Leute erzogen worden sind, in was für einem Kreis, unter was für Verhältnissen sie aufgewachsen sind. Und es ist nicht immer der Mensch, der einzelne Mensch schuld alleine, weißt du, es sind sie, das Umfeld, alles drum und dran. Und dementsprechend, man sollte jedem eine Chance geben, man sollte sich mit jedem zusammensetzen, quatschen. Ich meine, du verlierst doch nichts dadurch, oder? Da haben wir hier noch eine Künstlerwand, die verewigen sich unsere Künstler. Erstmal mit Vibe und eigentlich haben wir hier noch eine Wand, aber vielleicht müssen wir das machen, wer weiß. Hinter mir ist die Bühne, unten, ja, gut nach halben, dreiviertel Stunde geht's los. Dann werden sich da alle eintreffen und dann können wir richtig anfangen. Großmann, Bruder, danke schön, dass du da bist. Mein Name ist Mozart, aka Mosey. Ich bin Rapper, Sänger, alles irgendwie zusammen. Produzent, mach meine Beats auch selber und so. Allrounder fasst es eigentlich ganz gut zusammen, würde ich sagen. Mein Bruder hat mir immer gesagt, mach dein Ding so wie kein anderer und dann wirst du bezahlt. Das Unity-Ding ist mega wichtig, was ja auch dieses Festival hier so ein bisschen widerspiegelt. So. Einfach Leute zusammenzubringen mit der Musik und diese Grenzen einfach zu brechen. Weil Musikgeschmack und so eine Sachen, Digga, das ist egal, wo du herkommst, Digga. Da gibt's keine Grenzen. So. Manchmal weiß ich nicht, was ich gerade mach. Muss das denn jeden Tag, damit es klappt? Ich bin in einer Musikfamilie aufgewachsen. Mein Dad ist Toningenieur, meine Mom ist Soul-Sängerin, Gesangslehrerin und bla. Und seitdem ich denken kann, mache ich Mucke so auf den. Deswegen. Ich wurde gezüchtet, wie ich sage. Früher war, guck mal, das Boost, jetzt ist, hey, guck mal, das Boost. Und das kriege ich mit, das merke ich, das feiere ich, da verarbeitet man so. Und ist geil, Digga, wenn die Leute einen feiern, Fotos machen wollen und so. Killer, killer. Was sind jetzt die nächsten Steps? Album? Auf jeden Fall. Meine Haut ist schwarz wie Paul, ey. Ich frag mich jedes Mal, was so geht. Oh, hey, wie tragen wir das? Muss auch auf Action. Right!
Rachel! Meinte, sie feiert das unnormal. Erklär mal bitte dieses Rachel-Ding einmal. Rachel ist eine fiktive Figur aus sehr vielen Filmen. Und mir ist eine Frage ist aufgefallen. Digga, in dem Film heißt irgendeine Olle Rachel. In der Serie heißt irgendeine Olle Rachel. Dann nimm noch mal deine Handykamera, mach einen Snap und sag, Leute, ist schon mal aufgefallen, dass in jedem Film oder Serie eine Olle Rachel heißt. Das habe ich dann gemacht. Jetzt hat sich das durchgedrückt und Leute schreien Rachel, wenn ich da bin. Rachel! Rachel ist meine Ho. Rachel ist meine beste Freundin. Rachel ist ein normales Mädchen. Rachel ist... Ne? Das Leben nimmt seinen Lauf, mein Bruder geht nicht gut und wir auch. Ich habe ja bisher auf viele Features verzichtet. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gesagt, ich halte das Ding ein bisschen eng. Ja, ich wollte erstmal aus eigener Kraft das Ding erschaffen. Ich wollte so mir meinen eigenen Namen aufbauen, nicht dass es nachher heißt, der ist nur wegen dem oben. Der ist nur, hat so irgendwie ein Feature gemacht, deswegen ist er jetzt am Start. Ich habe mir gesagt, okay, alles klar, ich baller das Ding so weit, wie ich kann, alleine. Hab jetzt gemerkt, die Industrie ist schon ein bisschen so abgefuckt. Die Scheiße auf Qualität, wollte eher so Quantität. Okay, jetzt hau ich nochmal jede zwei Wochen einen Track raus. Hinterher, jetzt bin ich an den Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich suche mir meine Jungs, ich suche mir die richtigen Leute. Ich habe viele Kontakte geknüpft und baller mein eigenes Ding raus. Das heißt, ihr könnt vom Ding her ein eigenes Label erwarten. Das ist gerade das Ding, was Phase ist. Du bist ja auf einmal aufgetaucht, du standst nirgendwo auf dem Line-Up so. Ja. Und ich dachte, ah, schwul, Jalil. Ja, Bruder, mein Bruder Support. Ne? Das ist ein Bruder von mir und wenn er Support. Wenn er sagt, ey, komm nach Hamburg, weißt du, ich meine Support ein bisschen, dann bin ich da. Das ist nur Katzensprung ungefähr, 2,5 Stunden fahren. Ja, Mann. So nichts für das, Berlin. Solange fahre ich manchmal durch Berlin von Wedding nach Steglitz. Alter. Ich habe einfach in den letzten Monaten, dadurch, dass ich mir auch zu Hause so schulmäßig was aufgebaut habe, viel mehr Musik gemacht, die auch in viele verschiedene Richtungen geht. Und jetzt fange ich an, die Sachen zu sortieren, weil es halt nicht alles auf ein Album passt, aber doch. Gut, dann. Komm mit der Hund in den Club. Dreh dich aus mit Rapport in den Schluck. Komm mit der Hund in den Club. Ich hab meine Streck mit und komm ja den Schluck. Hast du dann auch so Boss-Level da, labelmäßig bei den Rakais, kommen die zu dir, wollen alle Rat haben, oder? Boss hört immer so scheiße an. Oder so Mentor-mäßig? Ja, irgendwo schon Mentor, weil die sehen ja, was ich mache und ich bin ja fleißig so. Das kann man ja damit nicht abstreiten. Und die versuchen einfach das Gleiche zu machen. Ich zieh die natürlich auch mit, so. Komm ins Studio. Ja. Auch nicht zu spät, weißt du? So, und die Jungs sind auf jeden Fall motiviert und ich versuche einfach eine Chance zu geben. Auch wenn ich noch nicht ganz in der Höhe bin. Vergesst deine Jungs niemals. Das Mixtape ist jetzt draußen schwarz auf weiß. Und jetzt konzentriere ich mich wieder auf mich selber. So. Jetzt eine Ladung auf der Bühne, habe ich persönlich noch nie live gesehen. Zieht man sich jetzt rein. Seht die Flaschen auf Eis, Flaschen auf Eis. Ich bin Teil der Reihe, es sind alle dabei. Legt die Flaschen auf Eis, Flaschen auf Eis. Ich bin gleich wieder live, immer wach, denn du weißt. Mofinix sorgt jetzt gerade ein bisschen für die Vibes. Er ist ja bekannt dafür auch, ja, den ein oder anderen R&B-Song zu haben. Gucken wir uns jetzt mal an, wa? Warum willst du mein Leben? Du willst mich weitergehen. Ich habe gerade vor einem Monat meine Release abgegeben. Ja. Das Einzige, was ich verraten kann, ist, geht so ein bisschen von dem weg, was ich gemacht habe. Aber es bleibt trotzdem nur Phoenix und Leute werden es tun. Check it, check it, warum hast du nur check it, wie stehst du allgemein zu R&B in Deutschland gerade so? Weil ich glaube, gerade geht nochmal wieder eine neue Tür auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Lange haben wir es nicht gecheckt so, aber ich glaube, jetzt kann es vielleicht so sein, sodass man es langsam kapiert. Auf jeden Fall, weil noch mehr gesungen wird und... Ja, ich denke, das wird immer mehr aufbrechen. Ja? Ja, ja. Ich denke, ich tue auch einen großen Teil dazu bei so. Ja, weil ich stehe ja so vor R&B. So. Todes. Ja, ich glaube, das kommt so gerade so ein bisschen rein. Und das erste Mal so richtig als Festivalveranstalter? Also da soll ich mir sagen, ich bin sonst der, der immer vorne nervt. Ich brauche das, brauche das. Auf der anderen Seite, ich habe Stress meines Lebens. Ja? Ja, ich habe, es gibt Bändchen hier gar heftig. Aber ey, ohne Witz. Also kannst du jetzt die andere Seite nachvollziehen, die dann immer sagt, nein, nein, nein. Und du sagst, doch, ich brauch die jetzt. Ja, ja, normal so. Ja. Ich brauch 10. Ich sag nein, 2. Ja, du willst. Aber so, ist geil, ist geil. Geile Leute, geile Energie, geil, ist alles geil. Das war's vom ersten Pantera-Festival. Hinter mir lässt sich die Beute noch ein bisschen gehen. Somebody make some noise! Aber ich bin raus. In diesem Sinne, ciao, ciao.